Wie arg! Ich habe das jetzt mit Wasser besprüht und ich finde. Ich bin's wieder, Kathi, und im heutigen Video werde ich die magischen Wasserbären testen. Für die, die nicht wissen, was das ist, ich wusste es bis vor 2 Tagen auch nicht, was das ist. Es ist sowas ähnliches wie Bügelbären, das kennt ihr bestimmt, diese Bären, die man so auf eine Schablone steckt und dann mit dem Bügeleisen drüber bügelt. Dann hat man so ein gebügeltes Etwas, so ein Bügelbild, genau. Auf jeden Fall, und das sind magische Wasserbären. Das ist das gleiche Prinzip, nur dass man das nicht bügeln muss, sondern einfach Wasser drauf sprayt und dann hat man so ein Wasserbild. Kein Bügelbild, sondern nachdem man es mit Wasser macht, würde ich jetzt sagen, ist es dann ein Wasserbild? Und ich habe das letztens spontan bei Kick entdeckt. Eigentlich wollte ich dort nur nach Weihnachtsdekorationssachen schauen. Und dann ist mir aber das hier untergekommen und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich für ein Video testen. Das hört sich nämlich cool an. Das ist ab 3 Jahren, also ich darf es schon machen. Und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal ein Bügelbild gemacht habt. Beziehungsweise ob ihr diese magischen Wasserbären hier kennt. Ich hätte gesagt, wir backen das mal gemeinsam aus und schauen, was da drinnen ist. Übrigens, gekostet hat es 4,19 €. Schauen wir mal, ob das seinen Preis wert ist. Was ich von außen erkennen kann, ist, dass da 500 Bärchen drinnen sind. Bin gespannt, wie die ausschauen. Oh, nice! Auf jeden Fall sind da so kleine Kügelchen drin. Ich finde die schon aus wie so Softgun-Kugeln. Die sind ja eigentlich gelb. Und hier habe ich, ja, einmal weiß, einmal rot, rosa, violett, grün und orange. Dann haben wir hier das Wasserbärlenbild. Ich nenne es jetzt einfach immer mit Wasser, weil es ist ja kein Bügelbild, sondern wie vorhin schon gesagt, ein Wasserbild. Und da habe ich 4 Schablonen dabei, beziehungsweise nein, eigentlich sind es 8, denn auf der Hinterseite ist auch nochmal was drauf. Oh, wie cool, hier haben wir einen Regenbogen, einen Schmetterling, eine Sternschnuppe. Ich kann gerade echt nicht sagen, was das ist. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr sagt, was das hier ist. Dann noch etwas, was ich nicht erkennen kann, vielleicht ein Cupcake, ein Eis, Himbeeren oder Erdbeeren. Ich bin ja echt super im Bilder erraten, beziehungsweise zu sagen, was das für Kinderbilder sind. Und ich glaube, das ist eine Blume. Und übrigens, so sehen diese Bärchen hier aus. Da habe ich sie eben in verschiedenen Farben. Und dann ist da noch einmal so eine Sprühflasche drin, wo das Wasser hineinkommt, damit es dann zusammenwächst oder beziehungsweise damit es dann eben zusammenhält. Und hier ist noch so eine Pinzette dabei, damit man eben diese Bärchen ins Bild hineinsetzen kann. Und ja, dann schauen wir uns das mal an. So, ich habe mich jetzt dafür entschieden, den Schmetterling zu machen. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Und ich bin mega gespannt, ob das jetzt eben wirklich nur durch dieses Wasser zusammenhält. Ich habe diese Bügelbären, beziehungsweise Wasserbären, auch auf Amazon gefunden. Und da war die Bewertung leider nicht so gut. Also viele Leute haben geschrieben, dass das nicht wirklich funktioniert hat. Beziehungsweise dann nach einiger Zeit auseinandergebrochen ist. Also ich bin jetzt echt gespannt. Vor allem, ich muss noch nachlesen, wie lange man das dann trocknen lassen muss. Also das dauert eben länger als beim Bügeln, weil man bügelt ja nur drüber und dann ist es eigentlich fertig. Da muss man eben das Wasser drauf sprayen und ich glaube sogar 1 Stunde warten, bis es dann fertig ist. Also es dauert länger, aber es ist vielleicht für Kinder besser zu machen, die eben kein Bügeleisen benutzen dürfen. Und es sieht halt einfach auch richtig cool aus, weil man eben diese Bärchen nicht zusammendrückt, sondern richtig so schöne runde Kugeln dann hat. Und ja, schreibt jetzt, bevor ich anfange, unbedingt in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass das hält, also dass das dann zusammenhält, oder ob ihr glaubt, dass das ein kompletter Fail wird. Das ist voll gemein von diesen violetten Bärchen hier, sind total wenige da. Ich glaube, die haben da was vergessen. Sind bestimmt nicht 500 Stück. So, ich schaue jetzt mal, ob ich das mit dieser Pinzette machen werde oder ob ich einfach dann die Finger verwende. Keine Ahnung. Aber das geht eigentlich ganz gut gerade. Und ich kann mir echt nicht vorstellen, wie das jemals zusammenhalten sollte, weil die sind steinhart. Und nur, dass da Wasser drauf kommt, das wäre ja lustig. Mein Bügel- bzw. Wasserbild ist jetzt fertig. Der Schmetterling, ihr habt ihn ja gerade gesehen. Und ich habe mir jetzt schon hier Wasser in diese Flasche eingefüllt, die war auch dabei.
Und jetzt muss ich mir kurz durchlesen, wie viel Wasser da drauf kommt und wie lange das dann jetzt eben trocknen muss. Okay, angeblich muss ich das nur 2 bis 4 Mal damit besprühen, also diese ganze Platte hier, und dann 20 bis 60 Minuten trocknen lassen, je nach Wassermenge steht da drauf. Ich glaube, ich werde das öfters ansprühen, also 4 Mal mindestens. Ich habe mir auch vorher extra ein Video auf YouTube angeschaut, wo das jemand gemacht hat, und der hat, glaube ich, 10 Mal oder so drauf gesprüht. Ja, mal schauen. Ich bin jetzt gespannt. Ich werde das einfach hier drauf sprühen. Wie arg, ich habe das jetzt mit Wasser besprüht und ich finde, es sieht schon so aus, als würde das irgendwie zusammenwachsen durch das Wasser. Ich habe echt keine Ahnung, wie das funktioniert und warum das so ist, aber es zieht sich richtig zusammen und ich glaube, ich habe jetzt 5 oder 6 oder 7 Mal da drauf gesprayt. Ich werde das, glaube ich, ja, das ist bestimmt schon voll, sonst würden ja die Perlen schon raus. Oh, ups, das war blöd von mir, ja. Oh, die sind richtig gatschig. Oh, das ist wahrscheinlich Chemie pur und das ist richtig giftig und ich sollte das nicht angreifen. Jetzt sprühe ich hier nochmal neu drüber, das, was ich gerade kaputt gemacht habe. Auf jeden Fall, es haltet schon mal ein bisschen zumindest. Also ich glaube, das muss ja funktionieren, das ist richtig cool. Da kann man ganz viele schöne Bilder machen, vor allem jetzt, zum Beispiel zur Weihnachtszeit, könnte man sich einen Stern, also so eine Vorlage für einen Stern ausdrucken. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Farben, gibt es bestimmt Gold, Silber oder auch Glitzerperlen oder keine Ahnung, kann man bestimmt auf Amazon oder so bestellen. Und dann kann man da echt richtig coole Sachen machen, also ich muss sagen, ich bin jetzt schon richtig begeistert. Wie gesagt, ich werde das jetzt 1 Stunde trocknen lassen und werde euch dann das Ergebnis zeigen. Und schreibt ihr mir mal in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll. Ich teste ja alles Mögliche auf dem Kanal. Heute ein Spielzeug für ab 3 Jahren. Ich finde es aber echt cool, weil so Bügelperlen, wieso nicht für Erwachsene auch? Also, ich finde es lustig. Das ist voll der coole Zeitvertreib, wenn einem langweilig ist. Oder im generell basteln an einem Sonntag. Also wundert euch nicht, dass ich hier so magische Wasserperlen für ab 3 Jahren teste. Ich finde es lustig, mir macht Spaß. Wenn es euch auch Spaß macht, dann lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Und bis gleich! Also wie cool ist das bitte? Das hat ja jetzt wirklich funktioniert und ich habe das eben so 55 Minuten oder so jetzt trocknen lassen und das hält ja richtig gut. Also ich bin gespannt, wie es dann so in den nächsten Tagen noch hält, aber eigentlich legt man das ja dann eh irgendwo hin und spielt jetzt nicht damit. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen biegen wird, dann wird es schon irgendwann mal auseinanderbrechen, aber so finde ich es richtig cool und voll die coole Deko fürs Zimmer und 4,19 Euro ist echt günstig. Ich habe euch auch den Amazon-Link in die Infobox gegeben, wo man eben diese magischen Wasserperlen bestellen kann. Und vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, was ich als nächstes testen soll. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!